Feierliche Eröffnung des Platz der Begegnung. Auf diesen Moment haben sich viele Siegburger gefreut. Nach rund 9 Monaten Bauzeit konnte der Platz der Begegnung endlich eingeweiht werden. Bürgermeister Stefan Rosemann und André Kuchhäuser, Vorstand der Stadtbetriebe, übergaben den neuen Treffpunkt seiner offiziellen Bestimmung. Der ca. 1000 Quadratmeter große Platz ist kein Anhängsel des Rhein-Sieg-Forums, sondern eine Verweilstelle und Kommunikationsort für sämtliche Bürger. Die Kosten von 2,8 Millionen Euro wurden im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes zu 100% aus Bundes- und Landesmitteln gefördert. So, nach weniger als 9 Monaten Bauzeit haben wir dann heute den neuen Platz der Begegnung hier vor dem Rhein-Sieg-Forum eröffnet. Wir haben hier 2 Tribünen, in denen wir als Stadtbetriebe bis zu 10-mal im Jahr Open-Air-Veranstaltungen durchführen können. Dieser Platz beinhaltet neben einer sehr intensiven Begrünung über 10 große Traubenkirschen und 4 Essigbäume, auch über 3000 Pflanzen und sonstige Gewächse, so dass wir im Frühjahr schon sehen werden, dass es hier richtig grün und angenehm sein wird. In der Mitte des Platzes befindet sich ein Wasserspiel, kein Brunnen, weil aus diesem Wasserspiel kommt nur Wasserdampf hervor. Wir können über 10 Düsen diesen Wasserdampf in die Umwelt bringen. Wir können diesen Wasserdampf beleuchten und glauben damit, insbesondere in den Abendstunden, ein entsprechendes Ambiente auch fürs Forum schaffen zu können. Vor allem das Wassernebelspiel begeisterte die Gäste. Die wahre Pracht wird man jedoch erst im Frühjahr erleben, wenn die angepflanzten Blumen und Sträucher zu blühen beginnen.